Am Ende der Battle-Phase darf jeder Coach nur 6 Talente mit in die Live-Shows nehmen. Das gilt auch für Team Nena. Jetzt geht's darum, Sharon und Katja nach vorne zu bitten. Sharon Levy. Mit ihrer Blind Audition schaffte die Kassiererin den Sprung von der Restaurantkasse auf die Battlebühne. Katja Georgas-Spanos aus Gummersbach hat mit ihrer Reibeisenstimme ordentlich Staub aufgewirbelt. Are you gonna be my girl von Jet? Wäre meine Wahl. Sharon, du sollst auch deine Gitarre wieder haben. Du hast natürlich mehr Arbeit damit als Katja, weil du müsstest dann die Akkorde noch üben. Vielleicht ist es ein bisschen mehr einfach für Katja, weil sie singt und ich muss singen und Gitarre spielen. Ich denke, wir passen einfach von der Musik unheimlich gut zusammen, dass es ein ja, schönes Duett, sag ich mal, wird und dass wir was rocken im Studio. Katja hat ganz starke Stimme. Sharon ist auch eine absolute Rockröhre. Ich bewundere sie total. Ich habe großen Respekt vor ihr. Sie ist schon echt gut. Ihr seid wirklich sehr unterschiedlich in eurer Art, das zu interpretieren. Das wird spannend. Ich habe Sharon dann gefragt, ob sie Lust hat, mit meiner Gitarre diesen Gig zu spielen. Mit deiner bist du sehr vertraut, aber das ist jetzt meine Lieblingsgitarre. Und da würde ich dir die gerne geben, wenn du Bock hast. Ich habe Ninnes Gitarre. Das ist, was ist extra geil. Im Grunde genommen ist es mir egal, dass Sharon eine Gitarre dabei hat. Sie kann sich natürlich toll damit bewegen. Ich bin eher so steif. Einen Tag vor der großen Show. Katja und Sharon proben im Studioset. Für Sharon ist die Herausforderung, mit der E-Gitarre da zu stehen, weil sie das nicht gewohnt ist. Und bei Katja ist es so, dass sie sich auf der Bühne erst noch ein bisschen verloren gefühlt hat. Ja, ich muss einfach versuchen, mich zu bewegen und na, ich tanze ein bisschen um die Sharon rum. Dann klappt das schon. Das ist auch schwer, wenn man so eine starke Partnerin hat, die da mit der Gitarre steht und sich nicht so viel bewegen muss. Und da habe ich sie ein bisschen gestärkt. Jetzt musst du dich nur noch auf deine Intuition verlassen. Mhm. Du musst dich nur noch auf Katja verlassen. Katja, Katja, Katja. Oh, das wird schwierig. Okay. Ja, das, du sagst jetzt, das wird schwierig. Und das ist das, was wir alle kennen, wenn wir auf die Bühne gehen. Ich nehme dich selber in den Arm vor deinem Konzert und freue dich auf deinen Auftritt. Das ist alles, was du tun kannst. Mehr musst du nicht tun. Das ist schade, dass sie oder ich muss nach Hause gehen. Aber ja, ich möchte bleiben. Ich habe Angst, nicht weiter und dann nach Hause und dann scheiße. Ich bin im Moment tierisch aufgeregt. Aber ja, ich konnte heulen. Zwei starke Frauen singen für ihren großen Traum, doch nur für eine von ihnen kann dieser Traum hier bei The Voice of Germany auch weitergehen. Aus Team Nena battlen jetzt die Powerstimme aus Gummersbach. Hier ist Katja Georgas-Spanos. Ihre Gegnerin von der Restaurantkasse direkt auf die große Bühne. Hier ist Sharon Levy. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I say you look so fine and I really wanna make you mine.
legs, come on and get your kicks. No, you don't need money when you look like you do, honey. Big black boots, huh? Long black hair. She's so sweet with her get back stare. I can see you're hungry, but you're with another man. Yeah, I know we ain't got much to say. So are you gonna be my girl? One, two, three, take my hand, come with me, because you look so fine and I really wanna make you mine. Look so fine and I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your cake. I don't need a money with a face like that, do ya? She's so sweet with her velvet stare. I can see you're holding me, but you are with another man. Yeah, I don't think we got much to say before I let you get away. Yeah, she's up, she's up. I said, are you gonna be my girl? Yes. Für zwei Powerstimmen hier bei uns auf der Bühne. Nina, nicht zu beneiden, deine Entscheidung gibt es gleich. Und diese Entscheidung wird alles andere als einfach. Von einem ihrer Teammitglieder muss Nina sich trennen. Wir sind bei The Voice of Germany und ich habe es nicht so wirklich schätzen können. Der Kampf der Superstimmen. Es geht um alles. Ich würde überhaupt kein Mitleid haben. Nee. Gleich. Ich bin hammerhart. Das Battle der Rockstimmen zwischen Katja und Sharon. Für wen wird sich Nina entscheiden? Genau so rockt man diese Bühne. Nina, nicht zu beneiden, deine Entscheidung gibt's gleich, denn das wird wirklich schwierig. Xavier, dein Eindruck? Da hat sich ein positiver Abgrund aufgetan, eben auf einmal. Das war so, wow, da stand man auf einmal. I'd go for Sharon. Das war Rock'n'Roll pur. Die Frage aber natürlich an euch, wen würdet ihr in die Live-Shows mitnehmen? Wir haben in Blind Auditions auch für beide gedrückt. Wir hatten beide auch gerne im Team gehabt. Ich glaube, jetzt würden wir Sharon... Weiter, ja. Mit Sharon weiter. Ray? Ich stehe ein bisschen im Schlauch, weil ich fand vom Performance her grandios, aber ich habe die Gesänge nicht so ganz mich eindrucken lassen. Also ihr wart mit der Performance so beschäftigt, dass das die Stimme, ich meine, wir sind bei The Voice of Germany und ich habe es nicht so wirklich schätzen können. Ich bin froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen kann. Bestimmt in der nächsten Show hören wir mehr. Irgendwie so von der Stimme, Performance super. Aber ich kann dir im Moment nicht helfen, Nina. Nina. Darf ich was sagen? Okay. Leute, ihr seid eine einzige Freude. Es ist einfach so schön, euch zuzugucken und zuzuhören. Wow! Ich bin total stolz auf euch. Wirklich, von ganzem Herzen. Ich kriege eine totale Gänsehaut, wenn ich euch sehe. Und ich habe wirklich
mich voll auf diesen Moment eingelassen und ich habe ein total klares Signal. Es ist völlig klar für mich, ohne Zweifel. Ich gehe mit Sharon. Gratulation an Sharon Levy! Und ein riesiger Applaus auch nochmal für Katja Georgas-Spanos. Diese Frau sehen wir wieder. Sharon Levy, meine Damen und Herren. Nines Gitarre, ja, es hat mir Glück gebracht und sie kann es nicht zurückhaben. Bleib bei mir. Das Einzige, was schade ist, dass man die Leute nicht wieder sieht. Aber sonst, das passt schon. Ich komme wieder arbeiten. Hallo, Chef.